So, hier haben wir mal mit einer ältere Glühlampe. Und da ist eigentlich gar keine Glühlampe, sondern eine Halogenlampe. Und zwar ist das eine Philips 60 Watt Halogen. Die sind aus den 80ern, würde ich sagen. Halogen A. Ich nenne ihn einfach Halogena. So, das ist die Vorderseite von der Verpackung mit diesem echt coolen Philips-Design, was ich echt mag. So, haben wir hier an der Seite. Aber das könnte 90er sein. Die Lampe ist so leicht 90er. Twice a lifetime of normal bulbs. Also, da haben wir sie an Deutsch. Doppelte Lebensdauer, brillantes weißes Licht. Das könnte auch die Vorderseite sein. Ich würde eigentlich sagen, was das die Vorderseite ist. Dann haben wir hier wieder ein sehr 80er Bild. Einfach unglaublich. Da wusste man noch, wie gut aussehen ist. Ich würde sagen, das ist das gleiche, nur in anderen Sprachen. Der Unterseite Made in France, hat in Frankreich hergestellt. Und Opal. Die Lampen kann man sich sogar noch auf Amazon kaufen. Das heißt, ich habe die in ihrem alten Warenhaus, wo wir jetzt davon gefunden. Ich weiß nicht mehr für wie viel, aber trotzdem kann man sich noch kaufen. Und ich finde, die Lampen sehen einfach echt geil aus. So ein bisschen wie Entladungslampen, finde ich. Und wie die funktionieren, die neuen Halogenlampen haben ja so diese kleinen, weiß ich nicht, hier haben wir ja eine Kiste voller Sachen, haben diese kleinen Lampen, diese kleinen Sockel einfach in Glas getan. Und das sind dann die Halogenlampen. Und die alten hier, die haben eben einen echten, das ist ein echter Halogenstab drin, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Echt Halogenstab drin und das finde ich schon echt cool. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir so mal ein. Ist die richtig da drin? Mache ich mal alles aus. Und wir stecken sie ein. Ich hoffe, dass sie mir jetzt nicht in die Ohren fliegt. Und sie leuchtet. Und sie leuchtet hell. Und sie leuchtet heiß. Also macht alles gut hell. Und sie ist eben heiß, deswegen werde ich sie jetzt auch wieder ausmachen. Das ist eben das Problem bei Halogenlampen. Ja, die ist schon sehr warm geworden. Aber wie man sieht, sie funktioniert. Die macht auch so ein echt schönes Licht, finde ich. So, ich habe mal vergessen, euch hier nichts. Das zu zeigen. Philips 120, ich wollte 60 Watt in Frankreich hergestellt. Nehmen wir mal die Lampe selber, da unten sieht man ein bisschen eine Besichtigung noch. Aber sehr schöne Lampen, finde ich. Auch relativ gute Qualität. Ja, danke fürs Ansehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt hoffe ich, dass ich meine Steckdose nicht kaputt gemacht habe. Und ja, bis zum nächsten Video.